Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal, lieber Steinbock. Wir schauen heute gemeinsam in die Energien, in deine Potenziale für den Monat April 24. Was darf gehen, was darf bleiben, was darf neu hinzukommen in dein Leben? Ich starte mal direkt mit einem, ja, mit einem verborgenen Wissen, der verborgenen Energie. Mit dem Orakel der Rose, das ist die Karten, die ich hier gerade am Mischen bin. Und das ist das Kartendeck, entworfen oder kreiert, wie auch immer du es nennen magst, von Rebecca Campbell und Katie Louise. Wunderschönes Deck, wunderschöne Karten. Und ja, da würde ich jetzt gerne mal wissen, was ist denn so hier das verborgene, das versteckte Wissen für dich aus deinem Unterbewusstsein? Was ist hier so deine Lernaufgabe? Im April, worum geht es hier so rein energetisch? Was ist hier wichtig? Welche Information sollst du bekommen? Du machst es dir natürlich wie immer schön, gemütlich, bequem. Vielleicht isst du was Leckeres oder auch nicht. Die Karten und ich erledigen die Arbeit. Die Rückkehr ist gefallen. Eine neue Geschichte. Du entscheidest Ausrichtung. Alles fügt sich. Aha. Bekomme ich direkt rein neue Chancen, alte Wege, die wieder zueinander führen können. Na, das heißt, etwas oder jemand könnte zurückkehren, du selber könntest zurückkehren. Eine neue Geschichte, die weitergeschrieben werden darf, ist das Erste, was ich hier impulsivartig reinbekomme. Legen wir erstmal so hin. Ich würde jetzt reingehen mit dem Tarot und dafür nutze ich das Modern Witch Tarot von Lisa Sterle. Das habe ich mal wieder ausgepackt heute. Und da würde ich jetzt erstmal starten hier mit den Energien. Die erste Botschaft kommt und es sind die zwei der Stäbe. Für die allgemeinen Energien hätte ich aber gerne zwei Karten, zwei Botschaften. Zu den zwei der Stäbe. Wer oder was gesellt sich dazu? Aha, da haben wir was. Die vier der Münzen. Okay, einmal bist du in deinem Element, einmal gesellt sich das Element Feuer zu dir im Monat April. Die zwei der Stäbe, fangen wir mal so an. Die zwei der Stäbe stehen dafür, dass du in irgendeiner Form deine Richtung ändern möchtest. Du hast gemerkt, dass du quasi mit dem Wissen der Vergangenheit weit gekommen bist, hast aber nun den Impuls, eine Veränderung anzustreben. Die Stäbe sind ja unsere Passion, unsere Leidenschaft, alles, was uns impulsivartig motiviert. Ne? Stabenergie wird dem Element Feuer zugeordnet und ist im direkten Zusammenhang mit dem Wort Motivation und Selbstvertrauen. Das heißt, du hast hier den Eindruck, du müsstest hier alte Wege verlassen oder einen Weg erweitern. Mit den vier der Münzen bekomme ich das Thema Sparsamkeit rein, ne, dass du sehr nachhaltig lebst. Möglicherweise ist es in deinem Interesse, dass du sagst, okay, bevor ich mich neu ausrichte, finanziell bei einem Arbeitgeber, in deinem Wohnumfeld, vielleicht auch in deiner weltlichen Beziehung, dass du erstmal schaust, was habe ich. Du machst so eine Art Bestandsaufnahme, okay? Dann gucken wir nochmal. Ich finde aber auch sehr passend zu der Orakelkarte, ne? Die zwei der Stäbe ist ja auch so ein bisschen der Blick zurück. Ne? Die Dame schaut zurück in die Vergangenheit. Das heißt, hier darf auch etwas aus der Vergangenheit, eine Energie oder auch ein altes Ich deiner Vergangenheit nochmal deine Aufmerksamkeit bekommen. Wir legen die Karten mal so hin. Das ist so das Allgemeine hier, quasi die Überschrift des Monats April. Und gehen jetzt mal weiter in deine Wahrnehmung. Wie empfindest du den Monat? Wie empfindest du die kommenden 30 Tage? Was zeigt sich hier? Ich möchte die Karten gerne ziehen. So, wollte sie aber noch einmal kurz durchmischen. Erste Empfindung, die Mäßigkeit, sehr schön. Zweite Empfindung, das Ass der Stäbe. Jo, also du empfindest den Monat als, würde ich jetzt mal sagen, befruchtend. Die Mäßigkeit, ne, Hinweis auf das Sternzeichen Schütze, steht für eine Ausgleichssituation. Du fühlst dich selber ausgeglichen. In deinem Leben darf etwas zum Ausgleich kommen. Motiviert hier möglicherweise mit dem Ass der Stäbe. Das heißt, eine Chance, dass du vorankommst. Ich kriege dich auch selber persönlich vorankommen. Ein persönliches Vorankommen, einen persönlichen Erfolg, würde ich fast schon sagen. Ich kläre das alles gleich nochmal mit dem Lenormand ab, würde jetzt erstmal mit dem Tarot alle Bereiche abdecken. Deine Familie bekommt die Karte der Neun der Münzen. Bei den Neun der Münzen geht es um Gewinne
um eine Vielfalt, um die Ernte sozusagen, aber auch viel Stabilität. Das heißt, man arbeitet hier an dem familiären Konstrukt. Es könnte sogar sein, dass das Thema zu einer Familie zusammenwachsen hier erfolgreich betrieben wird. Bei einigen bekomme ich aber auch ein Familienunternehmen rein. Ne? Ein Familienunternehmen, was jetzt Früchte trägt, was nun Gewinne einbringt. In den Freundschaften haben wir die Neun der Schwerter. Da könnte dir jemand Kopfzerbrechen bereiten. Mit den Neun der Schwerter sagt man ja auch immer schlaflose Nächte, Unruhe, aber auch das Licht am Ende des Horizontes. Das heißt, hier geht etwas bergauf, aber irgendwie besorgt, ne? Bist du selber noch besorgt? Und schlägst wie die Frau hier noch die Hände, müssen wir mal gucken, wie das mit dem Licht hier passt, schlägst noch die Hände ins Gesicht. Ne? Also irgendwas beunruhigt dich hier. Auch das klären wir gleich nochmal ab. Die Finanzen, deine beruflichen Aussichten, da haben wir die Vier der Stäbe und die Königin der Münzen. Mit den Vier der Stäben kriege ich das Thema Öffentlichkeit rein. Möglicherweise arbeitest du in der Öffentlichkeit oder darfst dich diesbezüglich öffnen, präsentieren, zeigen. Du gehst voran. Na, du könntest hier auch, weil wir die Königin der Münzen hier auch liegen haben, mit gutem Beispiel vorangehen. Du bist hier sicher und stabil in deinem Bereich. Du weißt, wie es zu tun ist. Andere fragen dich um Rat. Auch schön. Dann haben wir hier einmal die Sieben der Kelche in der Liebe. Entschuldigung, in der Liebe, die Sieben der Kelche. Und den Page der Münzen. Die Sieben der Kelche, na, das ist so eine Entscheidungsschwierigkeit, Schwankungen. Beim Pagen der Münzen habe ich hier einen Impuls, etwas zu stabilisieren, aber auch den Impuls, neue Gewohnheiten in der Liebe zu integrieren. Die Sieben der Kelche könnte dich tatsächlich zeitweise auf Herzebene verunsichern. Ja, du stehst so ein bisschen vor der Qual der Wahl. Ich meine, ist in dem Sinne nicht unbedingt das Schlechteste, ne, weil es spielt dann ja für dich. Aber es ist eben auch so ein bisschen, man kann sich nicht entscheiden. Ne, der Page der Münzen könnte jemand sein, der dir hier neue Sicherheit vermittelt. Einen Neuanfang innerhalb einer Beziehung bekomme ich rein, aber eben auch noch viel schwankende Energie. Jetzt würde ich eigentlich gerne das Ganze hier noch auslegen. Nun habe ich aber leider das Deck, das Liebesdeck, habe ich jetzt gerade nicht griffbereit. Das heißt, ich muss jetzt mal eben improvisieren. Und mal schauen, was ich hier noch nehmen kann. Dann machen wir das bei euch mal anders. Bei euch würde ich tatsächlich... Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal eine Engelskarte. Ich ziehe für euch jetzt mal eine Engelskarte. Eine Engelskarte, die du speziell für die Liebe stellen darfst. Dann nehme ich Antworten der Engel, die Orakelkarten von der Doreen Virtue und Radley Valentine. Oh Gott, ich habe das mal mit den Namen. Ne? Ich habe das letztens auch in einem Video gesehen von einer Kollegin, die dann auch das Ciro Marchetti, glaube ich, ne? Marchetti, glaube ich, wird es ausgesprochen. Ich habe es nochmal ganz anders gesagt bei den anderen Tarotkarten, die ich gerne benutze. Sorry dafür, aber gut, das ist dann manchmal so, ne? Okay, liebe Steinböcke, das ist ganz exklusiv. Die anderen Sternzeichen hatten diese Karten tatsächlich nicht. Stell eine Frage auf die Situation in der Liebe. Fragen, die du hast, Fragen, wo du jetzt gerne eine Antwort hättest. Ich ziehe dir jetzt eine Engelskarte. Und das ist die Antwort auf deine Frage, die du genau jetzt im Kopf hast. Das ist eine schöne Antwort. Ich will ja nicht urteilen, ich will ja nicht werten, aber irgendwie tut man es doch. Man ist ja auch nur Mensch am Ende des Tages. Aber ich finde die Antwort super. Kein Grund zur Sorge. Das sagen die Engel. Liebelein, mach dir keine Sorgen. Alles ist gut. Das wollen dir die Engel sagen. Also, das einmal dazu. Und weil wir jetzt gerade hier so nett dabei sind, würde ich gerne mal zu dem Pagen der Münzen was wissen. Sechs der Münzen. König der Stäbe, okay. Alles ist gut. Okay, also du musst dir gar keine Gedanken machen. Das bekomme ich hier auf jeden Fall schon mal rein. Zum Pagen der Münzen, ne? Sechs der Münzen. König der Stäbe, alles ist gut. Die Sechs der Münzen bringen Ausgleich, ne? Das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Das heißt, eine Situation könnte sich hier für dich ausgleichen. Ne? Finanzielle Mängel könnten sich ausgleichen oder deine Bereitschaft zu geben
kommt jetzt zurück. Das heißt, dieser Mensch, ne, mit dem du es hier zu tun hast, ist bereit, genauso viel zu geben, wie du bereit bist zu geben, ne, und will nicht immer nur nehmen. Das ist ja manchmal auch, wenn man ein großzügiger Mensch ist, wird das ja auch gerne ausgenutzt. Du könntest es hier mit dem Element Feuer zu tun haben, König der Stäbe, Löwe, Widder, Schütze. Schau auch gerne Mondzeichen, Aszendent oder die Venus an. Der König der Stäbe kann allerdings auch für einen Mentor stehen. Das heißt, eine Person, die dich motiviert, die andere motiviert. Könnte sein, dass dein Gegenüber auch in einer Führungsposition tätig ist. Na, dass das hier ein Mensch ist, der ein sehr präsentes Auftreten hat, ne? Andere durchaus leiten und führen kann. Ja, und das ist diese Bonuskarte in dem Deck. Alles ist gut. Ne? Ist das Pendant zu den 10 der Schwerter. Ne? Haben wir hier auch noch mit drin. Aber hier alles ist gut, alles ist in Ordnung. Ich rieche viel Leichtigkeit im Bereich der Liebe rein. Sehr schön. Deine großen Chancen, da haben wir die Herrscherin und die 7 der Münzen. Ja, die Herrscherin ist Wachstumspotenzial, Fülle und Unabhängigkeit. Und die 7 der Münzen, ich muss mal kurz zurück zu der Herrscherin, bekomme ich auch rein, dass du dich auch wie eine Herrscherin, ob männlich oder weiblich, spielt keine Rolle, fühlen darfst. Ne, wie jemand, der sein Leben im Griff hat, der organisiert ist, der aber auch, um den man sich gut kümmert. So, Punkt. 7 der Münzen ist eine Fleißenergie, kann man sagen. Das heißt, hier funktioniert etwas geht voran, ein Projekt, in das du investiert hast, wo du viel Arbeit reingesteckt hast, zeigt nun die ersten Früchte. Du musst aber auch noch dranbleiben, diese Geduld hast du aber auch ganz klar. Dann Warnung, Achtung, Achtung vor den 9 der Kelche und den 8 der Schwerter. Jo, einmal zu viel Gedanken, zu viele Sorgen sind nicht gut. Und mit den 9 der Kelche ist hier dir geraten, nicht übermütig zu werden. Nutze quasi mit den 7 der Kelchen, habe ich schon gesagt, ne, du hast so die Qual der Wahl, aber nutze das nicht aus. Ne? Also nutze diese Glückseligkeit deines Herzens nicht aus. Ich kriege hier fast schon so eine Spur von Überheblichkeit rein, dass man hier Gefahr läuft, überheblich zu werden oder fast schon größtenwahnsinnig. Das würde ich jetzt direkt mal klären und dafür nehme ich wieder das Lenormand, das mystische Lenormand von Angelina, also von Angelina einfach, und es ist der Angelina Schulze Verlag, der sich hier auch zeigen möchte. So, die Karten geben eben tolle Informationen, wichtige Informationen zu verschiedenen Bereichen. So, und da sind schon 2 Karten gefallen. Zu den 9 der Kelche und den 8 der Schwerter haben wir das Haus zweimal. Also es betrifft hier ganz klar dein Privatleben. Ne? Dein Privatleben, Achtung, Achtung, zu viel Kopfchaos, zu viel Wirrwarr. Nimm das Ganze ein bisschen mehr mit Leichtigkeit. Ne? Also wenn zweimal das Haus fällt, ist es für dich auch die Bestätigung, du bist sicher. Du bist stabil, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken. Dann die große Chance, ne? Die Herrscherin und die 7 der Münzen. Ja, das Kind könnte hier für einen Neuanfang stehen, einen Neuanfang, ne? Allerdings auch hier, das Kind im Lenormand steht ja auch gern ja, für sowas Kindliches, leicht Naives und das zahlt sich aber aus. Also hier ist eigentlich eine Bestätigung, du kannst hier auf gewisse Risiken eingehen, du fällst weich, du bist sicher, sowohl deine Finanzen wie eben auch dein Sicherheitsbedürfnis werden hier gebettet sein. Vielleicht nochmal 1, 2 Infos. Das Kreuz, aha, du hast einige schicksalhafte oder auch karmische Lernaufgaben hinter dir, aber das löst sich jetzt auf. Ne? Das ist hier jetzt, hier darf sich etwas, eine Lernaufgabe, ein karmischer Auftrag auflösen. Der Hund ist gefallen. Du darfst wieder Vertrauen sammeln. Du hast Freunde und Menschen, die dir loyal zur Seite stehen, bei dir. Okay, die Liebe haben wir ja eigentlich schon ganz gut abgeklärt. Würde ich jetzt noch ein Kärtchen schauen, da haben wir schon direkt... Der Bauch, keine Sorge für diejenigen, die sagen, um Gottes Willen, bitte nicht Schwangerschaft. Nein, es hat hier eher mit dem Thema zu tun, dass du mit einer Sache schwanger gehen darfst. Ne? Du schaffst hier Ordnung in dem Moment, weil du hier genau strukturiert und geplant vorgehst. Ne? Ich sehe auch Gespräche, die geführt werden in der Liebe. Hast du im Griff, weil du eben eine Struktur hast. Du hast den Durchblick und weißt auch, wann was gesagt werden muss. Sehr schön. Im Beruflichen die 4 der Stäbe und die Königin der Münzen. Ne, dieses sich zeigen, sich präsentieren. Andere dürfen von deinem Wissen profitieren.
Da kommt der Blumenstrauß, man wird es dir danken, du könntest eine Geste bekommen. Nimm die Komplimente an. Ne? Ich weiß, als Steinbock ist man manchmal, was so Komplimente angeht, manchmal an erster Stelle vielleicht auch verhalten oder schaut eben, wie man das einstuft, ne? Weil man vielleicht auch skeptisch veranlagt ist. Nimm die Komplimente an, du wirst sie auf jeden Fall ernten. Es könnte sogar sein, dass der ein oder andere regelmäßig auf dich zukommt oder dir vielleicht sogar eine Einladung zukommen lässt. Noch ein, zwei Informationen. Schiff, ja, du kannst hier eine Sehnsucht, ein sehnsuchtsvolles Angebot könnte im Beruflichen auf dich zukommen. Etwas, was du dir lange herbeigewünscht hast. Die Mäuse, ich weiß, es nagen immer noch Ängste, ne, und Zweifel an dir, aber du darfst es loslassen. Und die dritte Karte, die Sense. Ja, das Ganze könnte dich sehr überraschen. Das siehst du jetzt auch noch nicht kommen, auch wenn wir die Wolken hier nicht liegen haben. Aber diese Geste kommt überraschend. Sie kommt plötzlich. Ne, wie gesagt, mit den Mäusen könnte es dich auch erstmal überfordern, aber du darfst es annehmen. Dann haben wir in deinem freundschaftlichen Umfeld die 9 der Schwerter. Und zu den 9 der Schwerter, da haben wir, ist mir in den Arm gefallen, der Ring. Ja, hier, ne, ich habe ja schon gesagt, irgendwie schlaflose Nächte. Hier beim Ring kriege ich tatsächlich gar nicht jetzt unbedingt das Thema Vertrag oder vertragliche Angelegenheiten rein. Es kann natürlich sein, dass du mit einem Freund irgendwie ein Vertragsverhältnis hast. Möglicherweise seid ihr beruflich miteinander verknüpft. Bei einigen bekomme ich aber auch rein, man dreht sich hier im Kreise. Ne? Ein Gespräch dreht sich im Kreis. Der Verlauf der Freundschaft dreht sich im Kreis. So, ein, zwei Infos dazu noch. Worum könnte es dabei gehen? Klee, das Glück. Das Klee steht allerdings auch für eine jüngere Person. Es könnte eine jüngere Person in deinem freundschaftlichen Umfeld sein. Die Fische, Thema Geld spielt eine Rolle, aber hier ist auch wichtig, tiefgründige Gespräche zu führen, also ein Thema nochmal zu vertiefen. Und da haben wir die Fabrik. Also bei einigen, ne, oder bei vielen von euch könnte es hier wirklich eine berufliche Disbalance sein, über die man jetzt hier irgendwie sprechen muss. Okay, aber du musst dir keine allzu großen Sorgen machen, weil die 9 der Schwerter stehen ja zum einen dafür, dass man schlaflose Nächte hat, zum anderen aber auch dafür, dass nun wieder mehr Leichtigkeit einkehren darf. Ne? Die 10 der Schwerter ist ja auch die Karte, wo man dann offiziell etwas hinter sich lässt. Also hier ist vielleicht noch so das Letzte, was an Gesprächen geführt wird, bevor man genau diesen Schritt einleiten kann. Dann in deiner Familie die 9 der Münzen. Ne? Stabilisierung, Familienunternehmen hatte ich reinbekommen, die Schlange. Okay, das heißt, es könnte sich, dieser Gewinn könnte sich als kompliziert erweisen. Möglicherweise musst du hier mit Diplomatie und Geschick vorgehen. Warum? Eine Botschaft. Das Herz ist eine Herzensangelegenheit, allerdings auch Hilfsbereitschaft. Der Schlüssel, bleib zuversichtlich, soll ich dir sagen. Die Ernte wird kommen. Und der Herr, du sollst ins Handeln kommen. Ja, der Herr kann für eine externe Person stehen, aber der Herr steht eben auch für Aktivität. Ne, dass du aktiv werden sollst, aktiv Gespräche suchen sollst, aktiv hier auf Familienmitglieder zugehen kannst. Ne? Weil am Ende des Monats haben wir dann eben die 9 der Münzen. Deine Wahrnehmung, die Mäßigkeit und das Ass der Stäbe, den Aktivismus, ne, würde ja hier passen. Und der Ausgleich, die Balance, da piekst mich die erste Karte, die Sonne, ja, du bist zuversichtlich, es ist einfach ein guter Monat für dich. Es ist ein guter Monat, du bist energetisch aufgeladen, der Sarg ist gefallen, steht für den Stillstand, ne? Also da auch mal ganz wichtig, immer mal wieder Pausen einzulegen. Pfand, ne? Verantwortung übernehmen, aber auch die Hand reichen, Bilanz ziehen. Und eine letzte, dritte Botschaft, der Schlüssel weiter, du sollst zuversichtlich sein. Du bist aber auch zuversichtlich, kriege ich ganz klar hier rein. Jo, und zu dem Thema des Monats nochmal ein, zwei Lenormöhrchen und dann war's das. Die Mäuse. Ja, das mit den 4 der Münzen, ne, das nagt an dir, aber auch das Thema Vergangenheit. Ne, du könntest also hier und da Verlustängste oder Zweifel haben, ne, weil eben, wir haben ja die Orakelkarte, die Rückkehr, weil etwas oder jemand zurückkehrt und dadurch wird bei dir etwas wachgerüttelt. Ja, Hindernisse, eine emotionale Blockade. Hund, ne, es könnte also sich hier um einen alten Freund, eine Person, die schon immer in deinem Leben war oder lange in deinem Leben war und diese Person wird aktiv auf dich zukommen, das soll ich dir noch sagen.
Okay, ja, lieber Steinbock, das war's hier mit dem Lenormand. Das lege ich mal beiseite. Dann kommt hier auch schon das Einhorn-Orakel, die Magie der Einhörner von der lieben Diana Cooper. Das ist es, das Deck. Und dann soll es das hier auch gleich schon gewesen sein. Wenn dir diese Legung gefallen hat, lass es mich gerne wissen. Mit einem Gefällt mir, einem Kommentar oder auch einem Abo, wenn noch nicht passiert. Ihr seid ja gerade fleißig am Abonnieren. Vielen Dank an der Stelle. Ja, und wenn du diese Art von Legung mal ganz individuell und persönlich haben möchtest, lade ich dich ganz herzlich ein, eine Legung bei mir zu buchen, eine private Legung. Dann schaue ich mir einfach mal deine Situation ganz individuell an. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, welches Einhorn du hast und dann soll es das für dich hier gewesen sein. Kosmischer Regenbogen, suche den Topf mit dem Gold, lass Freude zu. Ne? Also konzentriere dich auf das Positive, konzentriere dich auf das Licht, nicht auf den Schatten. Ne? Die Wolken sind hinter dem Reiter hier auf dem Bild. Da sind die Wolken, da ist der Regenbogen, da ist der goldene Topf. Darauf sollst du dich konzentrieren. Die 15 in der großen Arkana ist die Teufelskarte, also deine eigene Karte, deine eigene Energie. Und steht hier auch für Manipulationen, die es jetzt eben loszulassen gilt. Ne? Also hier, sei dein eigener Herr, nimm die Fäden, nimm die Zügel wieder selber in die Hand. In diesem Sinne, lieber Steinbock, ich grüße dich, ich drücke dich und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüssi.